Henry Manirakaba, unser Gast heute von dem Genossenschaftsdachverband ACPCU aus Uganda. Kaffee ist nach wie vor das absatzstärkste Produkt der GEPA. Mit Kaffee fing vor 44 Jahren alles an, bis hin eben zu dem heutigen großen Sortiment mit über 82 Sorten. Wir wollen auch gerne stärker in Afrika einkaufen, weil es einfach tolle Qualitäten da gibt und weil es natürlich auch einen entwicklungspolitischen Hintergrund hat. Our union, ACPCU, has got so many benefits from working with GEPA. For example, they give good price. They give us contracts in advance so that it enables the farmers, the union, to plan better. When GEPA receives the coffee, they do the analysis. And some buyers don't give feedback of what they have received. But always GEPA gives us a feedback. It has been a relationship where we get education, especially on quality. Die Qualitätskontrolle fängt ja bei der Ernte an, also beziehungsweise auf dem Feld, beim Anbau der Kaffeekirsche, ja. Irgendein Merkmal, wo man halt sagen kann, da hat man schon mal ein gutes Gefühl. In dem Beispiel, wenn die fünf Tassen gleich schmecken sozusagen. Und dann hat natürlich jeder Kaffee eine eigene Charakteristik.